Hallo ihr Lieben, wir haben jetzt alle Camper abgeholt, Truck-Camper und größere C30, C25, damit wir alle einmal experiencen können. Jetzt war gerade, haben wir eine schöne Einweisung bekommen, damit wir auch wissen, wie das alles funktioniert, wissen, welche Steckdose für was ist, welcher Schalter wohin kommt und ganz Abwassergeschichten, damit wir das auch richtig gut können. Ja, Einweisungen gingen echt richtig schnell, total lieb, auch auf Deutsch haben sie es uns erklärt. Und genau, jetzt geht's los. Die ersten paar Meter sind wir schon gefahren, fährt sich bisher ganz gut. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Hallo, wie ist es, den Truckcamper zu fahren? Der Truckcamper fährt sich echt richtig gut. Man hat schon das Gefühl von einem recht großen, aber ich würde sagen, normalen Auto, das man auch aus Deutschland kennt. Okay, Lisa, worauf bist du noch am meisten gespannt auf unserer Reise? Ja, jetzt erstmal hier oben anzukommen, dann auf die Aussicht und dann freue ich mich besonders doll auf Jasper und Ben. Die Aussicht ist krass. Hallo ihr Lieben, wir sind jetzt mit der Sea to Sky Gondola hier hochgefahren und ja, guckt euch bitte diese Aussicht an, ist einfach so atemberaubend, wir wollen gar nicht gehen. Wir haben alle schon ganz, ganz viele Bilder jetzt gemacht und sind mit der Gondel hier ganz entspannt hochgefahren, also die Fahrt kann man wirklich gut machen, auch für alle, die Höhenangst haben, dann guckt man halt einfach nicht raus. Ansonsten, genau, wir sind gerade über die Hängebrücke, über die Suspension Bridge gelaufen. Die ist auch echt gut machbar. Es wackelt nicht zu sehr, wenn man Glück hat. Jetzt gucken wir noch, genießen noch ein bisschen die Sonne hier oben. Wir haben so Glück mit dem Wetter. Essen jetzt noch ein bisschen zu Mittag bei der Aussicht. Und dann geht's weiter mit unseren ganzen Wohnmobilen und RVs Richtung Whistler. Jetzt melde ich mich auch noch mal ganz kurz. Wir sind jetzt mittlerweile in Whistler angekommen, hier auf unserem ersten Campground. Wir haben alle RVs eingeparkt, stehen hier eigentlich fast alle nebeneinander oder hintereinander. Also total nett, dass wir hier so zusammen stehen können. Wir sind total gespannt auf die erste Nacht, haben jetzt aber noch eine kleine Foodie-Tour vor uns. Fahren jetzt gleich mit unseren Truck-Campern zum 10. hin und dann werden wir mal gucken, wie wir uns den Abend gut gehen lassen können. Und ich hoffe, ihr seid gespannt, was wir jetzt noch alles so erleben. Morgen. Wir wurden heute Morgen recht früh abgeholt, sogar schon vor 6 für unsere Bärentour. Und genau, jetzt einmal kurz Beine ausstrecken und dann geht es auch schon weiter.
einen ganz, ganz langen Fahrtag. Heute war die längste Strecke. Wir sind von Whistler losgefahren heute Morgen nach der Bärentour, der erfolgreichen Bärentour. Und sind dann sehr, sehr lange mit ein paar Stops, die wirklich wunderschön waren, sind wir dann nach jetzt Clearwater gefahren. Und es ist schon echt ein langer Weg, muss man sagen, aber einfach machbar, weil man einfach so, so schöne Aussichtspunkte hat. Und wenn man sich abwechselt mit dem Fahren, ist es auf jeden Fall machbar. Und ja, jetzt haben wir unseren schönen und weitläufigen Campingplatz bezogen, haben das erste Mal selbstständig gekocht im Camper, was eigentlich ganz gut geklappt hat. Es gab Nudeln mit Pesto und Tomatensauce und ein bisschen selbstgemachten Parmesan. Jetzt genießen wir noch die Aussicht von diesem wunderschönen See. Und vielleicht finden wir noch ein, zwei Bären im Gebüsch. Mal gucken. Und ansonsten, genau, bin ich mir sicher, fallen wir heute alle sehr erschöpft ins Bett nach einem erfolgreichen Tag.